Fanny! Ja, Vater, was ist denn? So sitzt auf die Ohr waschen, ha? Der Herr Präsident hat mir auszahlen lassen, wir haben heute Sitzung von unserem Verein zur Erhebung der Sittlichkeit im Land. Wollt ihr wieder mal die Sittlichkeit heben? Du holt ein fechs Mal, ha? Ich darf schon was geschehen, damit diese Zuchtlosigkeit und Unmoral ein Ziel gesetzt wird. Das ist ja Sauerei, wie sie jetzt bei uns zuhört. Ja, glaubst du, dem Vater vor 25 Jahren was anderes? 25 Jahre? Wie so ein Akkurat für 25 Jahre? Ja, verliebte Leute hat es immer gegeben. Ach so meinst du das? Ja. Na ja, ja. Ja, aber da war es noch leichter, nicht? Da haben wir noch kein elektrisches Licht gehabt, nicht? Was sich die Leute jetzt alles denken, ja. Das ja, solche Gedanken waren ja mir nie gekommen. Ja. Sag einmal, Vater, woher weißt denn du, was sich die Leute heute alle so zusammendenken? Ha? Ja, ich bin ja nicht vom Mond, nicht? Weiß ja nichts alles her, gell? Ja. Du Vater, ja. Wie du jung warst, ja, seid ihr aufeinander gesprungen wie die verliebten Beck. Du seid nicht so frech, gell? Ja. Ich war nie ein Bock, hä? Ich war nie jung. Ach so, ich bin nie gesprungen. Beck, du schaust dir heute noch an jedem Weiberkindl nach. Schau ich einen nach? Ja. Hast du das gesehen, ja. Was? Aber das tue ich nur aus Vergleichszwecken, nicht wahr? Okay, schau, beim letzten Kirchtag bei der Tanzerei, ja, da ist es mit der Schauerei so weit drin, dass die Mutter gesagt hat, ist schon recht, schau das noch an, die lieben Fusseln und alles andere, was dazugehört. Hol dir nur einen Appetit, aber gegessen wird daheim. Hat's gesagt, ja. Die Mutter? Ja. Hat's gesagt, ja. Aber auf das Nachbarn war es halt da, muss, ne? Ja, du, was anderes, gell? Ich geh jetzt raus. Asse auf die Föder. Da geh ich mit, da war da, gell? Ja. Wir dann die Grenzblick versetzen, wenn's die Nachbarn nicht bemerken. Hm? Und eins möchte ich dir noch sagen, Freunde. Ja. Eins, gell? Die Moral ist das Fundament des Staates, sagt der Herr Präsident. Und der versteht's. Ich versteh's eh nicht. Ne? Jetzt war's recht, der Vater fuhr die Mutter nicht daheim. Moment, Nummer 12. Ja, kann ich den Herrn Lehrer Furtner sprechen? Herr Martin, du bist das selber. Nein, ich hab dich nicht an deiner Stimme erkannt. Nein, bestimmt nicht. Also bleibst du dabei um 8 Uhr hinterm Schulhaus? Was willst du haben? Ein Puzzle? Na warte, ich schick dir eins durchs Telefon. Hast du das gespielt? Nein, ich kann nicht mehr länger. Die Mutter muss in den Augenblick kommen. Die Mutter ist schon da. Mit wem telefonierst du denn da? Ja, mit wem? Ja, mit wem werde ich denn telefonieren? Mit der Riedlechner Marianne. Ah, du, das passt mir gerade. Die kann gleich ihren Vater sagen, dass er endlich einmal unser Radeltruchen fertig macht. Ja, das kann ich ja selber auch sagen. Nein, hör, mein Rädel. Du, pass auf. Was? Was soll ich? Ich soll dir nur ein telefonisches Puzzle geben? Ja, wer ist denn dort beim Telefon? Ah, Sie, Herr Lehrer. Ach, da schau her. So haben wir es also. Sie wollen mit meiner Tochter telefonisch busseln. Ja, schauen Sie denn gar nicht? Eine solche Unverschämtheit. Ich werde Ihnen gleich eine telefonische Watschen schicken. Verstanden? Für so einen Hungerleiter wie Sie ist meine Tochter nicht gewachsen. Das schreiben Sie Ihnen hinter die Uhren. Sie Feinspinner, Sie ganz Adrater. Also, da hört sich doch alles auf. Mit so einem Notnigel, mit so einem gar niemand, fängt sich die Tochter vom Bürgermeister, vom reichsten Bauern weit und breit an Gspusi an. Mutter, ich hab... Stark bist, ich will nichts hören. Bis in den Tod hinein muss man sich mit dir schauen. Aber du, das sag ich dir. Den Lehrer schlagst du aus dem Kopf. Daraus wird nie und nimmer was. Und einen anderen mag ich nicht. Das wird sich weisen. Und jetzt schau, dass du an deine Arbeit kommst. Rühr dich ein bisschen. Da werden dir die dummen Gedanken schon vergehen. Ja. Und deswegen vergiss ich den Martin doch nicht. Ja? Und dann, liebe Mutter, ja? Du hast ja den Vater ja auch entbüht und hast ihn ja auch gekriegt. Ne? Ja, leider. Leider. Ja, das hat es gut, ja. Gibst du das noch her, du? Ja, so. Danke schön. Und setz dich ja nieder, Herr Doktor, gell? Ja, danke schön. Ja, Herr Doktor, trinken wir mal. Aber Herr Bürgermeister, Sie wissen doch, ich trinke nicht. Nicht wenig, ich weiß, Herr Doktor, ich weiß. Ja, wenn Sie
Sie mich so drängen, bitte, dann... Ist er selber brennender, Herr Doktor? Ja. Der schmeckt, sehen Sie ja nicht, Herr Doktor. Der wird Ihnen schmecken, Herrn. Ja. Den trinken Sie sogar ich, ne? Ach so, na, dann muss ja was sein, ne? Der ist erstklasse, Herr Doktor. So, Prost, Herr Doktor. Was trinken Sie, Herr Doktor? Prost. 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 Was? Der brennt wirklich um. Ja, ja, ja. Herr Doktor, wissen Sie, es ist nämlich passiert, gell? Ja. Indem es geschehen ist, ne? Ja. Ist es passiert. Na ja, na. Und dann war es da auch. Und ja, was? Prost, Herr Doktor. Prost. Na, aber jetzt reden schon, ja, Herr Bürgermeister. Ja, ja. Ich muss ja wieder weiter. Ja, wenn es nicht so schwer war, Herr Doktor. Was gell? Denn? Ja, hoffentlich kommt keiner. Ja. Herr Doktor. Ja. Vor 25 Jahren war es, gell? Da ist da bei uns in Scheibling ein Dienendienst gestanden, nicht? Ja. Therese Wimmer hat es geheißen, nicht? Mit mir in Ort haben sie aber kurzweg die schwarze Rehseite genannt, nicht? Weil sie so schöne schwarze Haare gehabt hat, bis über die Teile hinunter, nicht? Na, der Herr Doktor müssen sie ja eh gekannt haben. Ich? Wieso? Na ja, da sind sie als ganz Junge zu uns gekommen, Herr Doktor. Das war vor der Zeit, wenn ja noch die ganzen Patienten hin geworden sind, nicht? Herr Bürgermeister! Ja, das muss ja alles gelernt sein, nicht? Ja. Naja, in Anfang haben sie uns schon ein wenig dezimiert, nicht? Aber die Stirken haben es überstanden, gell? Naja, also, was war denn mit der schwarzen Reise? Ich erinnere mich nur dunkel an sie. Ja, wie gesagt, schwarz war es, gell? Schwarze Haare, schwarze Augen, nicht wahr? Ja, also, ich sag Ihnen, wir waren, alle sind wir deppert gewesen auf sie, alle sind wir hier nachgerannt. Und ich bin zu der Zeit am Geschwindern gerannt. Und eines schönen Tages im Mai, Herr Doktor. Ja? Im Mai, nicht? Die Vögel haben gezwitschert und so. Da stehe ich so draußen hinter dem Stall da und auf einmal kommt sie durch die Felder daher gegangen. Was sage ich so? Was sage ich? Gegangen, gewobt ist sie. Na ja, da war ich alle. Mein lieber Herr Doktor, gell? Reden Sie, Herr Bürgermeister. Ich sehe Sie ja jetzt ganz deutlich vor mir. Ja, was für Seiten sehen Sie vorne? Ja, der war ja wunderbar, Herr Doktor. Ja. Der war wunderbar. Hätte man leicht zwei jetzige Schönheitsköniginnen draus machen können, nicht? Also, wie es so gekommen ist, habe ich gesagt, Reise, gehen wir spazieren. Hat sie gesagt, na ja, Simon, mit dir geh spazieren. Hat sie gesagt, ja, aber brav sein, nicht? Na, habe ich gesagt, brav bin ich, nicht? Da sind wir dann so aus der Scheibling rausgekommen, dort, wo die Bangeln sind, wo die Gemeinde hingestellt hat, nicht? Wegen der Volksvermehrung. Ich meine, wegen die Fremden sind wir hingegangen, nicht? Und dann haben wir sie niedergesetzt, Herr Doktor. Ja, also, auf die Bangerl. Ja, reden Sie, was war denn auf dem Bangerl? Sind Sie neugierig? Ja, da sind wir mal gesessen und haben gar nichts geschaut. Da haben wir so in die Luft geschaut, nicht? Und auf einmal, Herr Doktor, ist zu mir hergerückt. Ja, sag ich nachher, ganz nachher. Da hat gesagt, Simon, brav sein, nicht? Aber schon bin ich brav, nicht? Und dann schaue ich es nachher, jetzt wird es da ganz rot im Gesicht. Ja, war ich noch sagen, nicht? Und mir ist auch das Blut in den Schädel gestiegen, nicht? Und dann hat sie noch geflüstert, Seemann, brav sein. Nicht? Ich habe gesagt, ich bin eh brav, nicht? Und dann hat sie nichts mehr geredet. Und ich habe auch nichts mehr geredet, nicht? Und dann sind wir alle drei heimgegangen. Herr Bürgermeister, Sie wollen doch damit nicht sagen, dass... Will ich sagen, Herz. Ja? Ja, na stellen Sie noch meinen Schrecken vor, Herz. Ich, der Bürgermeister, ein seliges Kind, hä? Na ja, das hätten sich früh überlegen müssen. Das hat sich bei der Therese aufgehört, da gab es keine Überlegung. Ich bin gleich runter zum Postmeister, dann gehen Sie eh. Nein, nein, ich bin gleich. Ich sag, du, Franz, steh davor. Ein seliges Kind, ich sag, mach da nichts draus, das kann passieren, das ist mir auch schon passiert. Sag ich, na ja, aber was soll ich tun, Herz, ne? Ich meine, der war ich da jetzt als Bürgermeister, verheirateter Mann, jedes Monat die Alimente schicke, also, da bin ich unmöglich. Ich habe gesagt, das übernehme ich für dich, ich bin ledig. Nicht Postmeister bin ich auch, da fällt es eh nicht auf. Nicht? Ach so. Jetzt weiß ich schon, was Sie von mir wollen. Jetzt, wo der Bürgermeister seit 14 Tagen tot ist, jetzt wollen Sie, dass ich für Sie die Alimente zahle. Dass Sie für mich, ja, diese Intellektuellen, das ist unglaublich. Ja, dass Sie für mich die Alimente, das Geld schicke ich schon. Ach so, nicht? Ja. Ihnen, nicht? Kann ich nicht verlangen, dass Sie zahlen, wenn ich. Nein, das können Sie nicht verlangen. Nein, dann bei Ihnen macht es ja nichts. Aber woher? Schauen Sie, den Gefallen tue ich Ihnen gern. Ja. Noch dazu
Macht ja nichts aus. Ich bin ja Witwe. Na klar, für ihn ist ja die Rechter einer mehr, ne? Herr Doktor, mein Alte, Herr, machen Sie ein bisschen. Denk ich das Gesicht und. Na komm, den Puls. Fühlen Sie mal den Puls her. Grüß Gott, Herr Doktor. Du bist ein Haares her, der ist ja gerade beim Zöhn, ne? Bei 185 sind wir schon, ne? 190. Und dann wünschen wir leicht 200, wenn er weiter. Was verschafft uns die Ehre, Herr Doktor? Nein, Ihr Mann hat mich rufen lassen, ja. Weil. Wem was druckt hat. Ja, was druckt hat sie? Ja. Erst du am Ende gar das Gesäuchte von Heizmittag. Nein. Oder die Achtnähl und ist in der Früh gegessen hat. Nein. Das, was ihr Mann im Morgen liegt, das ist schon länger her. Ja. Da ist vielleicht der Kamünde gut. Ja, Herr Kamünde, Herr Doktor, die schlägt am Morgen. Nein, jetzt sag ich Herr Doktor, ich weiß schon, was man fühlt. Ja, das wird alles gemacht, so wie es richtig ist. Also, Herr Bürgermeister, es bleibt so, wie wir abgemacht haben. Ja, ich bin nur Starscher. Aber jetzt muss ich gehen. Meine ganzen Patienten warten ja schon. Bitte, Herr Doktor, gell? Dankeschön. Ja. So, und... Auf Wiedersehen, Herr Doktor. Ja, nur ärgern darfst du mich nicht, hat er gesagt. Ärgern? Ach so. Ganz schlecht. Nicht ärgern? Nein. Ja, du, da sag ich dir lieber nicht, was ich da sagen wollte. Na, sag mir's nur gleich, wenn ich nicht hinsehe. Na ja, unser Fanny hat eine Liebschaft. Unser Fanny? Ja. Hat eine Liebschaft? Mit einem Mann? Ein gescheites Dirndl. Also bist du nachher einverstanden, dass er und sie sich am Abend heimlich hinter dem Schulhaus treffen? Oh, hinter dem Schulhaus, trifft sie sich? Ja. Mit dem Säulen, Mann, das ist ein raffiniertes Wissen. Aber Simon! Ich weiß nicht, was du denn antust. He? Wir zwei haben es auch nicht anders gemacht. Hm? Ja, willst du gar am Ende sagen, dass du bei mir gefenstert hast? No. Ich habe jedenfalls in einem weißen Kleid geheiratet. Ja, da hätten wir auch ein paar größere Flicken auffinden müssen. Ne? Ja, aber eins darf mich noch schon interessieren. Wer ist denn noch der Söhne nicht mehr? Niemand anderer als der Herr Lehrer. Der Herr Lehrer? Der Herr Lehrer Furtner, hä? Der Saukerl, der Dreckige, hä? Stell dir vor, da habe ich beim Niederacher Furcht, was der Baron verlangt hat, der Tofi anbringen lassen, dass Bären pflücken und Schwammerl suchen, wie sie diesen Forst bei Strafe verboten. Geht der Saukerl her! Sagt den Kindern in der Schule, sie brauchen sich an mein Verbot gar nicht zu halten. Die Bären und die Schwammerl wären für alle Menschen da. Ach so, ein Anarchist. Na ja, und derselbige will deine Tochter heiraten. Derselbige will mein Mensch, sind sie hier da. Der dann auch wie ein Vater mit seinen Kindern. Fanny! Ja? Fanny, okay, komm, was? Was ist denn? Hier, Fanny, komm. Ja. Okay, ja. Da, was habe ich gehört? Was habe ich gehört? Du hast ja gesponsen mit Herrn Lehrer gefunden, ne? Na, wir haben uns halt gern. Der hat ja kaum mich gern haben, ne? Das hat er eh, aber mich hat er lieber. Ja, hörst du das? Hörst du den, wie der redet? Die wird dieselbe Bisco und wie du bist. Fahne! Was Fahne hörst? Ich sag dir das, Fahne. Ich werde dich. Ich, was wär's denn? In dem werde ich dich. Verstehst? Man kann im Leben nicht alles haben, nicht wahr? Ich war deine Mutter heiraten müssen, ne? Mein Alter ist ein Depp. Sag dir nur das eine! Das so. Das sage du mir, fällt eh nichts mehr. Was sind wir da? Lange Ausdringer, ne? So, jetzt hast du es. Und jetzt reden wir zwei auch noch ein Wertel miteinander. Ja, noch? Ja. Du bist jetzt bald 25 Jahre, also kannst wirklich ans Heiraten denken. Also bitte? Ja, du sollst da heiraten, aber nicht den Lehrer, sondern einen, der deinen Eltern vor allem deiner Mutter recht ist. Und so einen Mann habe ich da ausgesucht. Du hast mir meinen zukünftigen ausgesucht? Jawohl, ich war so frei. Einen anständigen, netten, jungen Mann. Und er hat auch den entsprechenden Tiritari. Ja, wer ist es denn? Er muss jede Stunde kommen. Also kein Hiesiger? Nein, kein Hiesiger ist ja auch nicht nötig. Er ist drüben von Schwaben. Ja, und was ist, wenn er mir nachher nicht gefällt? Aber der wird er schon gefallen. Und wenn er dir nicht gefällt, nachher heiratst du ihn auch, weil ich so haben will. Vorläufig Geschichten all weil das, was ich will. Und nicht, was du willst. Rutznasen, Schnappige. Wenn sie alle auf den Kopf stehen, einen anderen nimm.
vergiss es. Ist die Geschichte rausgekommen? Ja, durchs Telefon. Ja, wieso denn nur durchs Telefon? Ja, weil ich gerade mit dir telefoniert habe. Mit mir? Ja. Ja, aber wir haben ja gar kein Telefon. Aber ich habe doch mit den Martin telefoniert und da ist die Mutter dazugekommen und da habe ich so getan, als wenn ich mit dir telefoniert hätte. Ach so. Ja, und meine Mutter wollte noch schnell was für deinen Vater sagen und so ist die ganze Geschichte rausgekommen. Oi, oi. Ja. Du, aber Fanny, sag einmal, was haben denn deine Eltern gegen einen Lehrer? Der ist doch auch ein Mensch. Natürlich, Officer Kanner. Der Herr Lehrer, du, ist sogar ein recht netter Mensch. Der Herr Lehrer ist ein lieber Mensch, ein reizender Mensch, ein netter Mensch. Und ich darf nicht heiraten. Aber Fanny, sei noch gleich stark. Vielleicht wählt sie sich noch zum Guten. Gar nichts wählt sie zum Guten. Ich muss einen anderen heiraten. Einen anderen? Ja. Ja, wen denn? Ja, das weiß ich nicht. Ja, sag einmal, wie kommst denn du zu einem Bräutigam? Ja, meine Mutter hat mir rausgesucht. Der ist aus Schwaben. Da kannst du dir nachher schon vorstellen, was das für ein Mannsbild sein wird. Ach so, was? Ja. Ist die Bäuerin nicht da? Na, warum? Ein junger Mann möchte sie ihr. Ein junger Mann? Ja, wer denn? Das ist kein riesiger. Jakob Schwendle heißt er. Der sprach noch wie so ein Schwaben. Er will sich Sachen zum Mädle anschauen, hat er gesagt. Also sowas? Naja, werde ich halt sagen, er soll da herinwarten. Marianne, du, das ist er. Ja, aber ich kann jetzt nicht mit ihm reden. Ich würde ihm eine Grobheit nach der anderen sagen. Du weißt was? Ich schau mir nach nachher. Ja, Marianne, das machst du, Jan. Und gib ihm gleich zu verstehen, dass ich nichts von ihm wissen will. Und sei grob zu ihm. Sei so grob zu ihm, dass er gleich das Grausen kriegt und wieder heimfährt. Ja. Du, na, noch besser, Marianne. Du schmeißt ihn gleich raus. Also auf den Schwamm bin ich ja gespannt. Guten Tag, Jüngferle. Grüß Gott. Da herinne soll ich warten, hat's geheißen. Mein Gott, das ist aber ein netter Mensch. Na, den kann ich nicht rausschmeißen. Zu dem kann ich nicht einmal grob sein. Na, möchten Sie nicht weiterkommen? So nehmen Sie doch ein bisschen Platz. Ja, ich bin halt so frei. Ihre Frau Mutter ist nicht da? Meine Mutter? Nein, die ist nicht da. Wird's lang ausbleiben? Das kann ich wirklich nicht sagen. Sicher recht ein nettes Dörfle, das Scheibling. Finden's? Ja, so gemütlich und so anheimelnd. Von wo sind denn Sie her? Ich bin von Lauterbach daheim. Aha, und ist dort nicht so nett? Oh, es ist auch ganz manierlich dort. Mein Gott, wo man daheim ist, da gefällt es einem alleweil. Das ist schon wahr. Ja. Ich soll Ihnen übrigens schöne Grüße von meinem Mütterle ausrichten. Dankeschön. Sie wäre gern mitkommen, aber sie ist diesmal aus verschiedenen Gründen nicht möglich gewesen. Schade. Recht schade. Das wissen Sie ja wohl, dass wir eine große Käserei haben. So, eine Käserei. Ja, sicher ein gutes Geschäft. Haben Sie was gesagt? Nein, im Augenblick nicht, aber ich tät schon gern was sagen. Was denn? Dass Sie ja recht ein nettes, liebes Mädel sind und dass ich Sie mir eigentlich genauso vorgestellt hätte in meinem Geist. Nicht möglich. Na doch, akkurat so. Namentlich die Guckerlen hätte ich mir genauso vorgestellt. So lieb und so blau. Gefällt Ihnen? Ja, und ob. Sie gefällt mir sogar sehr gut. Jetzt sehe ich erst, was mein Mütterle für einen feinen Geschmack hat. Sie gefallen mir auch recht gut, ja. Wirklich? Ja. Oh, das ist großartig. Wissen Sie, in Lauterbach sind schon ein Mädchen, denen ich gefallen hätte. Ja, aber die gefallen mir nicht. Nicht? Gefallen Sie noch wirklich nicht? Ja, absolut gar nicht. Bis mir einmal eine gefällt. Das dauert lang. Ja, aber jetzt kann ich beim besten Willen nicht mehr länger warten. Ich hätte nämlich mein Mütterle versprochen, dass ich ihr heute noch telegrafiere tue, wie sie mir gefallen. Ja, und wenn ich noch länger warte, dann kommt das Telegramm halt nicht mehr an oder höchstens in der Nacht.
Und aus dem warmen Bett möchte ich mein Mütterle nicht rausspringen lassen. Da haben Sie wohl recht, ja. Ja, also, lebet Sie wohl, Jüngferle. Ich komme morgen wieder. Hoffentlich. Hoffentlich warten Sie morgen nicht wieder umsonst. Die Zeit ist mir fein gar nicht lang geworden. Wenn es nicht wegen dem Telegramm an mein Mütterle wäre, die ganz gern noch länger warte. Wirklich? Ja, auf Ehre und Seligkeit. Wissen Sie, was ich mein Mütterle telegrafiere tue? Na, was denn? Du hast mir ein goldiges Breitli rausgesucht, der ich hier telegrafiere. Das? Das wollt ihr wirklich telegrafieren? Freilich. Ja, und dann werde ich noch dazu ersetzen. Dein dankbares Jacköble. Auf Wiedersehen. Also das ist er. So also schaut er aus. Da fahren wir ja zukünftiger. Ist er schon fort? Ja, er ist fort. Oh mein, der Seufzer. War es denn gar so schrecklich? Nein, du Fanny, ich hab gerade einen was da. Also wie schaut er denn aus, Soretto? Ich glaub nicht, dass er dir gefallen hat. Genau. Bestimmt wie dein Geschmack kennt. Ist er so schier? Schier kann man nicht sagen. Ist langsam ist er heute. Langsam? Ja. Na, der ging mir gerade noch ab. Ich brauche einen schneidigen, einen feschen. So einen wie den Herrn Lehrer? Jawohl, so einen wie der Herr Lehrer. Wenn der unter dem Apfelbaum steht und er hat einen Guster auf dem Apfel, dann brockt er ihn und isst ihn. Der fragt nicht lang, der nimmt sie, was ihm passt. Und du wärst nachher so Apfel, was sie gern brocken lassen. Ja, warum denn nicht? Aber bei mir kommt er ja nicht zum Brocken. Meine Mutter passt ja auf wie unser Hofhund. Und so bleibst du ungebrochen. Ja. Das ist die Tragödie meines Daseins. Du, Mariandl, wie gefällt er denn dir? Mir? Ja, dir. Du, Fanny, Fanny, du weißt ja, ich bin ja auch ein bisschen mehr fürs Langsame. Ja, Fanny, ja, schau, wie aufs Haus zukommt. Ah, oh, der Herr Lehrer. Du, oh, ich geh jetzt, ich muss nicht überall. Da siehst du, dass jetzt gehst, was gefährlich wird, gell? Ach so, na ja, wenn's meinst, nachher bleib ich da. Nein, geh nur. Du kannst mir ja sowieso nicht helfen. Und es wird mir schon so bestimmt sein, dass ich diesen Schwaben heiraten muss, diesen Langsamen, den Einschlaferten. Du, Fanny, ja. Noch ist es nicht so weit. Und wer weiß, ob sie überhaupt dazu kommt. Für die Gott jetzt, Fanny. Für die Gott, Marianne. Die ist fein heraus. Die kann sie ihren zukünftigen Namen selber aussuchen. Aber ich, wie steh ich da mit meinen aufgezwungenen Bräutigam? Grüß dich, Fanny. Martin, du, was machst denn du da? Ja, ich bin dienstlich da, bin ein Schriftführer vom Sittlichkeitsverein. Stimmt, heute ist ja Sitzung. Ja, man muss mit den Wölfen heulen, nicht wahr? Ja, was ist, was seufzen? So was bist du so traurig? Ich möchte nur lustig sehen, Fanny. Mir wird der Lustigkeit auch gleich vergehen. Warum? Gerade war mein Hochzeiter da, den mir meine Mutter rausgesucht hat. Was? Dein Hochzeiter? Jawohl. Bitte, ich hab ihn ja nicht gesehen, nicht? Aber meine Mutter, die wird bald mit ihm im Reinen sein. In der Beziehung kennst du ja keinen Spaß. Das wirst du ja vorhin am Telefon selber bemerkt haben. Ja, ihre Sprache ließ an Deutlichkeit nichts zu wünschen übrig. Was soll denn jetzt aus uns zwei werden? Aus uns zwei? Ja, boah, wird das uns zwar. Und wenn wir fest zusammenhalten, dann räumen wir jedes Hindernis hinweg, auch dein Hochzeit. Martin, ich habe Angst. Angst? Ja, gib mir ein Pussel, das stärkt den Mut. Nein, Martin, nicht da herein. Der Pussel in Ehren kann niemand verwehren. Martin! Also, oh. Also, ja, komm. Ja, so, da komm ich. Ja, ja, da hört sich aber die Gemütlichkeit auf. Ja, das war sehr gemütlich, bevor Sie kommen sind, Herr Bürgermeister. Ja. Ein frecher Körper, Herr Lehrer. So, Herr Lehrer, ja. Wir können Sie Ihnen unterstehen, meiner eigenen Stumme einen Menschen ein Puzzle zu geben. Ja, Sie hätten ja kein Puzzle haben wollen von mir. Ja, ne? Dann hätte Sie mit der Fahne auf die Gassen gehen, zu dem Geschäft. Ein frecher Körper. Herr Lehrer. Also, wenn die Herren einverstanden sind, können wir ja gleich mit der Sitzung beginnen. Ja, wir gehen es gleich auch. Nun sind wir bald wieder fertig, dass ich zu meinem Tag heimkomme. Also, meine lieben Freunde, die Ziele unseres Sittlichkeitsvereines über alles die Moral sind ja so geläufig, dass ich heute nicht noch besonders darauf zurückkommen brauche. Ja. Mit diesen unseren Zielen im Auge werden Sie meine sittliche Empörung über den Fall, den wir heute zu besprechen haben, mit mir teilen. Herr Präsident, in Bezug auf Moral und Sittlichkeit stehen wir mal ganz hinter Ihnen. Ja, das weiß ich ja, meine Herren. Nun aber bitte zur Sache. Man hat drüben im Schwäbischen eine Frauensperson wegen ihres liederlichen Lebenswandels aus der Gemeinde ausgewiesen. Ja, das ist ja recht, der Böhle.
Mit solchen Weibern soll es gar nicht anders vorgehen. Ja, mit solchen Frauenzimmern muss man kurzen Prozess machen. Wir gehen hier nur ein schlechtes Beispiel. Ein Beispiel, ja, sehr richtig, meine Herren. Ja. Nun, Herr Lehrer, bitte berichten Sie weiter. Ja, also die fragliche Person, die vor vielen Jahren hier bei uns im Ort im Dienst stand, war Magd bei meinem dortigen Kollegen, von dem ich die ganze Geschichte weiß, nicht wahr? Was ist denn aber mit der Person? Ja, sie ließ im Schulhaus ein paar Briefe zurück. Wahrscheinlich hat sie es in der Eile vergessen, ja, nicht? Und wissen Sie, meine Herren, was das für Briefe sind? Rockbriefe. Erotische Liebesbriefe. Erotische Liebesbriefe. Meine Herren, allerdings sind diese Briefe schon 25 Jahre alt. Na ja, sie wird halt damals einen Schatz gehabt haben. Ja, sowas soll vorkommen, ja. Moment, die Briefe stammen nicht von einem, sondern gleichzeitig von mehreren Liebhabern. Also an und für sich gingen ja diese Liebesbriefe, so bedauerlich sie auch sind, gar nichts an. Wodurch aber diese Angelegenheit für unseren Verein über alles die Moral erst von Bedeutung wird, ist der Umstand, dass die verschiedenen Briefschreiber, meine Herren, hören und staunen sie, von Scheibling sind. Ausgerechnet aus Scheibling. Sind sie alle aus Scheibling? Ja, die sind alle aus Scheibling. Ich verstehe nicht, wie man solche Briefe liegen lassen kann. Aber wie leicht könnten sie in unrechte Hände kommen. Da weiß man ja gar nicht mehr, was man sagen soll. Weißt es du? Nein. Also ich verstehe gar nicht, wie man überhaupt solche Briefe schreiben kann, was denen deutlich, meine Herren, deutlichst hervorgehen soll, um was es sich dabei gehandelt hat. Nicht das steht alles drin. Ja, Heißt denn noch das blöde Frauenzimmer? Ja, sie heißt Theresia Wimmer. Allerdings damals, als sie hier im Ort im Dienst stand, wurde sie allgemein nur die Schwarze Resei genannt. Die Schwarze Resei. Sie werden mit uns zugeben, meine Herren, dass diese Briefe auf den sittlichen und moralischen Zustand unserer Gemeinde ein höchst bedenkliches und betrübliches Licht werfen. Unser Verein über alles die Moral hat daher unbedingt die Pflicht, zu der Angelegenheit Stellung zu nehmen. Ich habe deshalb durch die Vermittlung unseres Lehrers darum angesucht, dass uns diese schändlichen Briefe zur Durchsicht übermittelt werden. Ich denke, dass die Herren mit meiner Maßnahme einverstanden sind, nicht? Ja. Das ist nur saublöd jetzt. Wie? Nein, mach mit denen einen Brief. Ich dachte, gerade Sie, meine Herren, müssten sich als Mitglieder unseres Vereines über alles die Moral aufrichtig freuen, dass diesem zuchtlosen Treiben in unserer Gemeinde endlich ein Ende gesetzt wird. Ja, aber Herr Präsident, über die Sache ist doch schon lange Gras gewachsen. Lieber Bürgermeister, Sie wissen, jung gewohnt und alt getan. Meine Herren, wir werden auf diese Weise die schwarzen Böcke von den weißen Böcken scheiden. Ja, vielleicht ist ein Familienbock. Ein Familienvater dabei, ha? Ja, Meister, wie können Sie einen Familienvater in Schutz nehmen, der seine von Gott angelobte Treue in so bedenklicher Weise beschmutzt? Ja, aber sowas dürfen doch nicht an große Glocken hängen. Das schadet ja mehr als was Not. Ja, das, was du sagst, ist mein Ja. Ja, alles auf der Welt hat zwei Seiten, nicht? So, ich denke doch mehr, das reinigt doch die Luft. Ja, aber Herr Präsident, stellen Sie doch davor, in die Sache ist vielleicht noch einer von den Höheren der Gemeinde verwankelt, sagen wir vielleicht gar der Herr Bürgermeister. Der Herr Bürgermeister. Ein frecher Kerl. Das war was fürs junge Volk, gell? Da möchten Sie sagen, predigen dann das Wasser und sie selber saufen Sie den Wein. Also für mich ist es doch selbstverständlich, dass kein Mitglied unseres Vereines über alles die Moral daran beteiligt ist, meine Herren. Aber Herr Präsident, jeder Mensch hat einmal eine schwarze Resei. Eine schwarze Stunde. Ja, gewiss, gewiss. Aber nach dem Inhalt der Briefe zu urteilen, meine Herren, waren ja die schwarzen Stunden in der Mehrzahl, nicht wahr, Herr? Ja. Ja, aber stellen Sie sich vor, es ist da einer vermangelt, nicht wahr? Nein, aber das gibt es ja überhaupt nicht, Herr Bürger. Ist aber Sie irren sich, Herr Bürger. Sie kennen das, aber Herr Bürger. Ich bin dafür, dass die Briefe ungelesen verbrennt werden. Ich bin auch dafür. Ja, ich bin auch dafür. Dagegen muss ich unbedingt.
Widerspruch erheben. Lieber Bürgermeister, warum regen Sie sich denn so auf, meine Herren? Ich denke, wir warten vorläufig ruhig ab, bis wir dieses bewusste Paket Brief in den Händen haben. Dann prüfen wir es und fassen dann danach unsere Beschlüsse. Jawohl, warten wir so. Es ist noch nichts so heiß gegessen worden, als was gekocht worden ist. Recht, hast du dir gelesen. Was tun wir? Na, abwarten dann. Ja, warten wir so, ja. Also, lieber Hilgermoser, ich erkenne ja Ihre Fürsorge und das Wohl und Ansehen unserer Gemeinde gerne an. Aber für mich steht die öffentliche Moral denn doch noch etwas höher. Ihre Fahne hochzuhalten ist die erste Pflicht unseres Vereines. In diesem Sinne über alles die Moral. Ja, das wär's, meine Herren, nicht? Auf Wiedersehen. Ja, auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Simon! Grüß dich, Hans, grüß dich. 40 Gold! Simon! Grüß dich, Peter, grüß dich. 40 Gold! Simon! So, na, Herr Bürgermeister, haben Sie mir nichts zu sagen? Schauen Sie das rausgekommen, Herr Lehrer. Bin schon sehr neugierig, bis die Briefe kommen, sind Sie nicht da? Herr Lehrer, schauen Sie das rausgekommen! Na ja, ich gehe ja schon. Na. Herr Bürgermeister! Jo, was hast du? Lass uns das Bahnhof schicken, grüßen. Ein frischer Kerl. Was soll denn das? Sauerei, hier ist jetzt noch 25 Jahre, man muss mit so einem Dreck hier. Ja, da merkst du aus der Haut fahren, wenn so ein Blöder Urschel. Ja, Urschel. Da hört man ja schöne Geschichten. Ja. Ja, das sind schöne Geschichten. Söhlene Sauerei, ist nicht der. Jetzt noch 25. Ob immer die Briefe schon da sind, ne? Was war, wenn man von meiner Wurden einen Strumpf ausleiert und raubs Postamt aus, hä? Schäbeltieren, Schäbel, was? Was du denn für ein Gesicht, wie ein Hähn, der hat das Brot wegfressen? Ah, ich kann ja da ein Gesicht, aber tun wir ja. Na, dann lass dein Wut nicht an mir aus. Ich kann ja schließlich nichts dafür, wenn euer Sittlichkeitsverein ins Wagen kommt. Wie das? Na, ich meine halt, wegen der Liebesbriefe. Mit denen die Briefe haben mit unserem Sittlichkeitsverein aber schon gar nichts zu tun. Na gut, für euch, falls du recht hast. Aber ich glaube, ohne so einen kleinen Sodom und Gomorra wird es nicht runtergehen. So arg wird es da nicht mehr. Nicht? Viel Ärger. Moral gibt es überhaupt keine mehr auf der Welt. Nicht in der Stadt und am Land schon gar nicht. Ach, die Menschen sind ja so schlecht. Und am schlechtesten sind die Mannsbüder. Ja, am blödesten, sonst hätte ich nicht geheiratet. Ja. Du hast es notwendig, dich zu beklagen. Sei froh, dass du mich gelöst hast. Was wärst denn du, wenn ich dich nicht genommen hätte? Glücklicher. Simon, tu mir den einzigen Gefallen und schau, dass für unsere Familie keine Blamage rauskommt. Ich sag nicht mehr als schau, dass für unsere Familie keine Blamage rauskommt. Ich will zur Schande nicht auch noch einen Spot haben. Gerade du als Vorstand vom Sittlichkeitsverein, das war du zuwider, nicht? Und Bürgermeister bist da. Also ich bitte dich, schau, dass für unsere Familie keine Blamage rauskommt. Du Danebenschieber, du! Resheit, du schwarze Kanäle. Warum hast du mir das angetan? Grüß Sie, Herr Bürgermeister. Wohin Sie da? Ein freundlicher Empfang. Haben Sie einen anderen Wort? Ja, ich bin Optimist. Hä? Optimist? Ja, das mit mir stimmt ja nicht. Was wollt's denn? Ich wollte nur schauen, wie Sie Ihr Schicksal tragen. Was für Schicksal? Na ja, den Packel Brief von der schwarzen Rese. Sind ja von Ihnen auch ein paar Brief dabei, nicht? Herr Lehrer, wer hat denn gesagt, von mir auch Brief dabei sind? Na, Sie haben es jetzt gerade gesagt. Ich wollte. Mein Gott, ich konnte mir stundenlang anwatschen. Das Geschäft
Das könnt ihr nicht leicht abnehmen. Aber regen Sie nicht auf, ich hab's ja schon früher gewusst. Ja, wie das? Ja, die Briefe sind nämlich schon da. Die Briefe sind ja schon da? Ja, der Briefträger hat man schon gebracht. Ja, schauen Sie her. Ja? Da sind sie. Ja, sehr nett, die Briefe. Die Briefe bleiben bei mir. Der Herr Lehrer. Ja. Der Herr Lehrer hat die Briefe. Herr Lehrer. Ja. Geben Sie mir die Briefe. Die Briefe bleiben bei mir. Sie sind Eigentum des Sittlichkeitsvereins. Sie geben den Brief nicht, Herr Lehrer. Nein, bleiben bei mir. Sie geben. Herr Lehrer. Herr Lehrer, bitte schön, Herr Lehrer. Ja. Sitzen Sie nieder, ja, gell? Ja. Trinken wir Schloss. Ja, gerne. Ja. Ja. Herr Lehrer. Der ist ja freundlich zu dir. Ah, was trinkt man denn? Herr Lehrer, ja. Herr Lehrer, ja. Ja, so ist es. Ja, ja, so ist es. Ja. Ja. Prost, Herr Lehrer. Prost, ja. Herr Lehrer. Herr Lehrer. Was machen Sie mit dem Brief? Der Brief? Ja. Weggesteckt immer bei mir. Ja, klar. Ja, klar. Die kommt mir gestohlen. Gehen Sie nie spazieren, Herr Lehrer? Spazieren, ja. Ja, jeden Tag gehe ich spazieren. Jeden Tag gehe ich. Ja, wo denn? Hä? Da gehe ich im Wald, wo es so Straufe geht, ja, in der Schlucht. Da. In der Schlucht. Oder der Steg über den Wasserfall. Schau was an, Herr. Ja, und warum gehen Sie da spazieren? Ich gehe immer in der Dämmerung. Dämmerung? In der Dämmerung, ja, okay. Da treffen Sie nie einmal, gell? Da geht um die Zeit spazieren. Ja, da gehen Sie dann am Steg auf, gell? Ja. Auf den Wogerden, ne? Dann schauen Sie hinunter in das herabstürzende Wasser. Schau hinunter da, in die Gischt. Ah, die ist auch dabei, die Gischt. Ne? Und da stehen Sie dort, gell? Und die Briefe haben Sie bei Ihnen. Oder bei mir. Ja, die Briefe haben Sie bei Ihnen. Ja. Es nutzt nichts, sie müssen da schlagen. Ja, Herr Bürgermeister, schauen Sie, die Briefe müssen ja gar nicht da sein. Die können erst morgen kommen. Ja. Oder übermorgen. Ja, oder in 8 Tagen. Ja, 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 da lass ich noch 8 Tage leben. Ne? Und da sagen Sie mir, ich tue Ihnen alles zu Fleisch. Na, hören Sie das mit der Tofe da beim Niedacher Forst, wo Sie den Kindern sagen, die brauchen sich am Mai verboten nicht zu halten. Ja, weil das ist eine Frechheit, dass man Kindern verbietet, dass sie im Wald nach Erdbeeren und Schwammern suchen. Nicht? Der Wald ist für alle da. Ja, aber der Baron hat sich halt wohl in der Baron. Der Baron, ja, was geht mit der Baron an? Also damit ist das Kriegsbeil begraben, ja, nicht, Herr Bürgermeister. Ja, ja. Jetzt hören Sie nichts mehr dagegen, aber die Fahne und die. Ja, so weiß ich auch noch nicht. Ja, ja. Ich gehe jetzt in die Kirche. Ja. Ach doch, schau her, der Herr Lehrer ist auch da. Ja, der Herr Lehrer ist auch da. Ja. Es hat sich alles aufgeklärt. Ah, gut, weil sich alles aufgeklärt hat. Aber vielleicht, Herr Lehrer, können Sie mir dann auch aufklären, wieso Sie sich unterstehen können, mit unserer Fahne anzubandeln. Ja, das kann ich schon aufklären, ja, weil es mir gefällt. Das war einmal. So, ja. Sie gefallen. Ja, ausgezeichnet. Und du hast da dazu gar nichts zu sagen. Naja, der Herr der Bürgermeister, der denkt sich halt, meine Reden ist Silber und Schweigen ist Gold. Nein, Herr Lehrer, das denke ich mir nicht, sondern Herr Lehrer, ja, aus meinem Mensch und ja, steht der Herr Lehrer. Herr Lehrer. Ja. Lieber Herr Lehrer, schaut, Sie sind mir ja eh so sympathisch. Ja. Na, sympathisch sind Sie mir. Ja. Aber wo sind Sie schon? Nicht? Ein Schullehrer. Und meine Tochter von der reichsten, von ganzen Ort, das passt nicht zusammen, Herr Lehrer. Ja, das muss. Stich. So, Herr Lehrer, ja, sind Sie nicht rachsüchtig, ja, gell? Ja. Denken Sie immer an das Sprichwort, wer anderen eine Grube gräbt, ist kein Arbeitsloser, gell?
Und jetzt wissen Sie es, Herr Lehrer. Ja. Jetzt weiß es. Ja, jetzt weiß es. Sie haben sehr schön gesprochen. Sehr schön hat er gesprochen. Ja. Aber ich hätte Sie auch verstanden, Herr Bürgermeister, wenn Sie sich kürzer gefasst hätten. Ja. Wenn Sie gesagt hätten, ganz einfach, lieber Herr Lehrer, wenn Sie gesagt hätten, Sie gefallen meiner Frau und mir so gut, wir möchten gern, dass Sie unser Schwiegersohn werden. Nehmen Sie das Bannerl und machen Sie es glücklich. Das haben Sie doch sagen wollen. Ja, das habe ich. Ja, der nimmt mir das Wort aus dem Mund. Dann kann ich jetzt gehen. Ne? Dann kann ich mich jetzt verabschieden. Meine Herrschaften, Hochzeitstermin können wir später noch vereinbaren. Nicht? Auf Wiedersehen, Herr Bürgermeister. Auf Wiedersehen, Mama. Das weiß ich nicht. Bin ich ein Mandl oder ein Weibe? Geh raus, ich schau noch. Bist du selber schuld? Wieso denn ich? Warum lass denn mich reden? Das, was Gescheiteres wäre natürlich ausgekommen. Jeder Mensch redet so blöd, er kann ja. Aber jetzt werde ich einmal das Maul aufmachen. Und da wird dem Herrn Lehrer schon klar werden, dass es für ihn bei unserer Fahne heißt, Hände weg von der Butten. Der Herr Lehrer wäre doch nicht der Schlechteste. Ja, mir scheint gar, du warst einverstanden. Ja, so war's schon alle, weil so ein Lappschwanz dein ganzes Leben lang. Heute so und morgen so. Aber du, das eine sag ich dir. Solange ich lebe, kommt mir der Lehrer als Schwiegersohn nicht ins Haus. Und das merkst dir, du. Du Abscheidiger. Und so was schon wieder wischen müssen. Was? Da wissen wir. Vater, du sollst den Rostbeck kommen, der Braune frisst nicht. Ja, den geht's so wie mir, der hat sich einen Appetit verdorben. Vater, hast du Mutter nicht gesehen? Die Mutter? Ja. Die ist in die Kirche gegangen und zum Herrgott bitten, dass ihr das Mai wieder zufliegt, was sie gerade zerrissen hat, das Lüder, das Schirr. Also, ich möchte bloß wissen, was der Martin vorhin mit dem Vater so lange zu reden gehabt hat. Ja. Martin, du? Du brauchst keine Angst mehr, uns kann es mehr passieren. Du meinst, weil die Mutter in der Kirche und der Vater im Rostall ist? Aber ja, ich habe hier einen Sesam öffne dich, habe ich. Ja, einen Sesam öffne dich, habe ich. Ja. Ein Sesam öffne dich, ein Talisman? Ein Talisman habe ich, ja, schau her. Ja. Siehst du den Brief da? Siehst du den Brief mit denen? Brauche ich deinen Vater nur zu winken und der sagt ja und Amen. Okay, was sollen denn diese blöden Briefe beim Vater da erreichen? Blöde Briefe, ja. Diese Briefe, die haben ein Fluidium. Einen geheimnisvollen Zauber haben die. Halt mich doch nicht für einen Narren. Na wirklich, Fanny. Also, was ist denn nachher mit dem Brief so retto? Das kann ich nicht sagen, was ist der ganze Zauber beim Teufel, weißt du? Du hältst mir wohl für eine rechte blöde Gans. Ja. Nein. Gerade wenn Vater des Corpus Delicti zeigt, verstehst du? Ja. Famos ist gegangen, es war nicht mehr so arg dagegen. Wirklich? Nein. Ja, wenn ihm die Briefe noch ein paar Mal zeigt, gibt das zu, dass man heiratet. Das war schön, oder? Ja, aber die Mutter. Ja, die Mutter. Ja. Der Mutter, die habe ich es mal nicht probiert. Ja, das ist zu gefährlich. Ja. Weil da könnte dem Vater das ganze Fluidum am Kopf fallen, das tät ihm schaden. Also aus dir wäre ich nicht gescheit. Ja, aber die Hauptsache ist doch, dass wir heiraten können. Ja. Martin, weißt du schon so weit? Ja. Ich schlafe schon so schlecht. Du schlafst? Ja, weil ich alle an dich denken muss. Ja, wenn du an mich denkst, schlafst. Ja, und da wäre ich so unruhig. Ja, und da kommen mir so blöde Gedanken. Blöde Gedanken? Ja, und da stelle ich mir so vor. Ja, was stellst du denn vor? Ja, weißt du, Martin, das sind Gedanken, die dürfte man nicht haben, aber ich hab's halt, diese Gedanken. Ja. Fanny sagt, hast mich du wirklich gern? Ja, Martin, so lieb wie nichts auf der Welt. Ja, so und du liebst Herr Göttle? Ja. Die zwei Hände aber los. Ja, was ist? So gut möchte ich's auch können. Wer ist denn das? Ich weiß, kenne dich nicht. Nehmen Sie mir bitte nicht übel, Jüngferle, wenn ich störe tue. Mein Name ist Schwelble. Jakob Schwelble aus Lauterbach. Martin, das ist meine Hochzeit, auf den habe ich ganz vergessen. Keine Hochzeit? Ja, der wird gemerkt, dass da kein Platz für ihn ist. Kommt mal! Ich verlaub, dass man eintrete, du. Aber bitte, genieren Sie doch nicht. Kommen Sie nur weiter, lieber Martin. Herr. Der geniert sich auch nicht ein bisschen. Das ist wohl auch ein Brautbärle. Sie wird ja gleich merken, was da geschlagen hat. Gell? Kommt mal! Mir scheint, ich bin ein bisschen ungelegen gekommen. Aber dann kommen Sie noch weiter und stören Sie überhaupt nicht. Martin, ich schau mir so, Martin. Okay, bleib doch. Für die Gott, Martin. Herr Schwendle. Ja? Na, für die Gott, Herr Schwendle. Nein, ich darf dir auch für die.
herziges Mädle, ja. Ja. Jetzt werden Sie merken, dass das Mädel und ich, ne? Na, Leute, sieht man auch ohne Ferngucker, dass ihr zwei Liebstleute seid. Sieht man gleich die hellen Schwaben. Na ja, man tut eben, was man kann. Jetzt merken Sie ja, dass es keinen Sinn hat, wenn es zwischen uns treten. Wir werden heiraten, nicht? Ja, aber gut, Herrle will ja auch gar nichts dagegen machen. Ah. Wenn Sie das Mädel gern haben, meinetwegen. Ah. Ich stand da Ihnen nicht im Weg. Ah, ein vernünftiger Mensch. Na ja, man tut, was man kann. Ja, aber hören Sie, so busseln wie Sie möchte ich auch können. Ja, da ist doch gar nichts dabei. Haben Sie noch nie ein Mädel geküsst? Nein. Ich hätte dazu noch nie keine Gelegenheit gehabt. Und nachher, wissen Sie, mir fehlt in der Beziehung ein bisschen an Courage. Aha. Das ist ein Geburtsfehler von mir. Ja, babbeln kann ich ganz gut mit einem Mädel. Aufs Mäule bin ich nicht gefallen. Ja, aber wenn es darüber hinausgehen sollte, da fällt mir das Herz elleweil ins Hösle. Ich bin heute schon neugierig, wie das einmal werden soll, wenn ich mein Bräutl das erste Busserle geben sollte. Okay, da ist doch gar nichts dabei. Na wirklich? Na können Sie mich nicht ein bisschen instruieren? Was ich soll Sie instruieren? Ja. Instruieren? Ja. Na ja, Vize, ich werde Sie instruieren. Also passen Sie auf, das ist schlecht. Also Sie brauchen gar nichts zu reden, das ist eh besser bei Ihnen. Nicht? Und dann, also schauen Sie mir an. So, also Sie zählen bis drei, ja? Also, instruiere ich. Eins, zwei, drei. Dann nehmen Sie das Mädel bei die Hände und Bussi. Was und das ist alles? Das ist alles. Ja, aber was wird das Mädel dazu sagen? Das Mädel sagt gar nichts, die Sprache verstehen Sie alle. Na, ist das möglich? Das ist möglich, drauf los. Den Mutigen gehört die Welt und das Mädel. Ja, ich bin Ihnen recht dankbar. Das werde ich einmal ausprobieren. Ja. Vielleicht kann ich mich auch einmal revanchieren mit ein paar Käsle. Käsle? Na ja, darf man noch instruieren? Ja. Ja. Also, Sie sind das Mädel, ja? Also, eins, zwei, drei. Pfui! Käsle. Sagt mir die hellen Schwaben. Aber bei dem ist noch ganz finster. Das muss ich gleich einmal probieren. Das ist ein Feinsrezept. Eins, zwei, drei. Schmetzle. Eins. Zwei, drei, Schmetzle! Ja, aber jetzt muss ich schauen, wo's Haustöchter ist. Die hätten mir's antan mit ihrem lieben Geschau. Da ist sie schon. Eins, zwei, drei, Schmetzle! Herr Schmetzle, was fällt Ihnen denn ein? Eins, zwei, drei, Schmetzle! Da hört sie aber schon alles auf. Gleich geben Sie Ruhe. Das ist ein feines Rezept, das mir das Herrle da verraten hat. Nur schade, dass ich das nicht schon vorher gewusst hätte. Wie können Sie denn erlauben, mich da ganz einfach abzubusten? Ja, aber Mädel, das ist ja bloß, weil ich dich doch so buddelnarisch gern haben tue. Herr Schwelble. Na du, tust du mich gar nicht ein bisschen mögen? Wirklich? Ist das dein Ernst? Du hast mir gleich gefallen, wie ich dich gestern das erste Mal gesehen hab, ja. Oh, du liebst Herrgöttle. Du liebst Herrgöttle. Ich bin ja der glücklichste Schwab im ganzen Schwabenland. Nein, so erfreut. Du, aber weißt was, jetzt musst du gleich mit mir kommen, mit dem Vater und mit der Mutter reden. Ja, das will ich gleich tun. Ich muss nur vorher mein Mütterle telegrafieren. Ja, aber du hast ja schon gestern telegrafiert. Ja, da hätte ich hier telegrafiert, dass du mir gut gefallst. Na und halt. Heute telegrafiere ich ihr, dass ihr Schmetzle gekriegt habt. Und dass wir so gut wie verlobt sind und das gleich herfahren soll. Ach so. Du, aber ich habe jetzt nicht mehr länger Zeit. Du kommst dann doch rüber, gell? Ich werde es dir bei der Mutter sagen. Ja, ich bin ja geschwind auf Post laufen. Ja. Nachher bin ich gleich wieder bei dir, mein Schätzle. Mädle, wart! Eins, zwei, drei! Schmetzle! Nein, ich weiß gar nicht mehr, wo mir das Köpfle steht vor lauter Aufregung. Das hätte ich mir auch nicht träumen lassen, dass ich einmal so ein Netz liebs Fraule kriege, tat nach Schaube.
Der Martin war schon ein bisschen sehr frech mit ihm. Naja, bin ich neugierig, wie die ganze Geschichte ausgewirkt. Dazu, da bin ich wieder. Ist die Kirche schon aus? Ja, noch nicht ganz, aber es wird nicht mehr lang dauern. Ist wer da gewesen? Nein, niemand. Merkwürdig, wo der nur bleibt. Wer denn? Na, dein Hochzeiter. Na, der? Der war gestern schon da. Was? Und warum wird mir das nicht gesagt? Er wollte mit dir reden, aber du warst nicht da und so ist er wieder weggegangen. Na, wer kommt da wieder? Keine Angst, liebe Mutter. Der geht dir schon nicht verloren. Gerade vorhin war er wieder da. Na, was sagst du noch? Es war niemand da. An so unangenehme Sachen denke ich nicht gern. Du wär nicht frech, ja? Und ich war gerade nicht daheim. Ja. So mein Pech. Na, wie hat er dir denn gefallen, Fanny? Also, ich hab schon schönere gesehen. Und dann, liebe Mutter, ja, hab ich mir ja nicht so genau angeschaut. So, du hast ihn nicht genau angeschaut und warum nicht? Weil er mir vollkommen wurscht ist. Wieso? Du sollst ihn ja heiraten. Ach, heirat ihn, du, ich schenk dann. Ich heirat ihn nicht. Das wird sich weisen, ob du ihn heiratst oder nicht. Du nimmst auf jeden Fall den, den ich für dich aussuche und keinen anderen. Aber Mutter, ich hab das. Das war ja jetzt noch schöner, wenn die jungen Leute auch schon ihren Kopf durchsetzen täten. Und ich mag nicht und ich mag nicht. Ich heirate deinen Schwaben nicht. Fanny? Ach, weißt du was? Ich muss ja einmal heiraten und nicht du. Ich muss ja glücklich werden mit ihm. Ich nehm deinen Schwaben nicht. Ja, sag einmal, wie redst denn du mit deiner Mutter? Es bleibt mir nichts anderes übrig. Wie du mit mir redst, ja, weißt du was? Du hörst, du Saufratz, du Maulholz jetzt! Ja. Nur einmal sag sowas, dann kommst du eine, du Rotzlöffel, du! Ja, und wenn du dir auf den Kopf stößt, ich heirate deine Schwaben trotzdem nicht, eher geh ins Wasser! Ja, 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 aber da zieht sie erst schöne Gewandel aus. Schaut euch den Frotzen an, wie die gegen mich aufwuchen. Na, aber das wäre ihr noch austreiben. Und dein Zorn kühl ich auch noch. Ja, was ist? Guten Tag. Grüß Gott. Da. Könnte ich vielleicht die Frau Bürgermeister Hilgermoser ein bisschen sprechen? Ja, das bin ich. Was soll's? Ich bin nämlich das Jaköble. Das Jaköble? Ja, da sind sie am Ende gegangen. Der... Ja, da bin ich schon. Der Schwelble aus Lauterbach. Ja, das freut mich aber noch. Dann kommen sie und setzen sie ein bisschen nieder. Ich war gerade nie daheim, wie es da waren. Ja, ich hätt's gehört. Sind sich alleweil so saut und troffen. Ja, ja, das ist schon wahr. Ja, aber ich hätte meine Zeit gut ausgenutzt. Ich hätte mich derweil mit meinem zukünftigen Bräutle unterhalten. Ja, ja, ich weiß, sie hat mir's gesagt. Ja, sie dürfen es dem Dirndl nicht übel nehmen, dass er sich ein bisschen ziert. Die jungen Madeln sind halt schon so. Nein, nein, da fällt sie nichts. Wir sehen den Herz und den Sinn. Ja, wie das? Ja. Sie hätte mir gerade vorhin an der Stelle gesagt, dass sie mich gern haben tut. Nicht möglich. Ja, gewiss auch noch. Wir hätten uns sogar schon einen Schmatz gegeben. Nein. Und wenn ich wisse, dass sie mir nicht böse wären, dann tät ich ihnen verraten, dass wir sogar schon um ein Stückchen weitergegangen sind. Ja, ihr werdet doch nicht ein Mensch. Ja, wir hätten. Ja. Wir hätten uns sogar ein halbes Dutzend Schmätzle gegeben. Gewiss auch noch. Mir verschlagt's die Rede. Jetzt sind sie mir also doch böse, weil ich in meinem großen Glück so ein Sautumszeug daher geschwätzt hätte. Nein, nein, gewiss nicht. Ich wundere mich nur. Das Mädel hat mir gerade vorhin gesagt, sie mag ihn nicht, sie sind ihr wurscht und er geht's ins Wasser, bevor sie ihn heiraten tät. Was sagen Sie da, ja. Frau Bürgermeister? Nein, nein, das muss ein Irrtum sein. Sie hätte mich sogar dringend gebeten, mit Ihnen und dem Herrn Vaterle zu reden. Na ja, jetzt weiß ich nicht, sind Sie narrisch oder bin Sie? Nein, nein, das sind schon Sie. Sie hätten ihn halt ein bisschen gefoppt. Na, so hat's aber nicht ausgeschaut. Sie können sich verlassen, Frau Bürgermeister. Das halbe Dutzend Schmätzle lässt sich nicht so einfach wegwischen, die sie mir aufs Maul hinaufgepappt haben. Die hätten unsere Liebe besiegelt. Ja, also, ich käme mich nicht aus. Das Mädel ist gerade nicht daheim. Wissen Sie was? Ich zeige Ihnen jetzt in der Kammer. Wir haben schon alles schön hergerichtet. Ja, ich hole nur noch mein Gepäck aus dem Gasthof. Und glauben Sie mir, Frau Bürgermeister, in 4 Wochen ist Hochzeit. So war ich der Jakob Schwelble bin. Auf Wiedersehen! Ja, ich kenne ihn nicht aus. Hey.
Mich treibt es immer dumm wie ein Schwanverbrecher. Es muss was geschehen. Es muss was. Simon, bist du lauer? Siehst du? Na, nachher verlaubst du. Ja. Du, ich muss mit dir reden, gell, sonst ersticken. Wenn du keine Rede hörst. Ja, so kann uns nicht empfehlen. Na, siehst du, dass wir lauer sind, nicht? Ja, Simon. Na? Von mir sind auch Briefe dabei. Von dir sind auch. Das ist alles gut. Wie es schon so geht, ja. Ich war da, wir sind die besten Jahren. Verflucht sauber war schon, das schwarze Reser, das kann man nicht länger, gell? Ja, und das Fleisch ist schwach. Ja, dass dieser meine ehemaliger Vöderit hier zu Blödsinn nach 20 Jahren, 25 Jahre ans Tageslicht gezogen werden soll, so finde ich schon nicht erträglich. Na, ich habe eh gestern gekriegt bei der Sitzung, aber ich sag's ja keines mehr abgerufen. Aber wenn du was gesagt hast, wärst du gleich verdächtig gewesen. Na ja, was ist das? Es muss doch was zu machen sein, dass die Geschichte aus der Welt geschafft wird. Weil wenn das mein Alte erfahrt, habe ich das ganze Jahr Hundstag. Mit mir wird er schlagen, kannst du ja auch nicht, ne? Na und, was das Schlimmste ist, ein Bue ist bei der Geschichte rausgekommen. Ein Bue? Bei dir auch? So ist gut. Ja, sie haben es geschrieben aus dem Schwäbischen, wo Sitzung ist, dass ich der Vater von ihrem Buben bin. Ich hab's dir geschrieben. Ja. Na, fisch, ja. Ja, und wenn das rauskommt, das war ja nicht so ein Ausdenker. Na, Simon, na. Wenn's mir außerhilft aus der Geschichte, ja. Ich schenke dir mein Stierkäibe. Ich habe dir selber meine schönste Kuh her. Da kommt der. Grüß dich gut, Simon. Ich sehe, du bist nicht allein. Ich hätte so gern mit dir unter vier Augen geredet. Ich komme halt nachher später. Ist was geschäftlich? Nein, es handelt sich um eine saudumme Geschichte, aber ich kann mich jetzt nicht näher darüber auslassen. Weißt, ich erzähl das halt später dann noch. Später? Zölpig! Von dir sind eben ein Brief dabei. Ja, wie kommst denn du da drauf? So ist gut. Also du auch? Ja, wer denn noch? Na, ich. Du? Ja. Bei mir kommt noch die saudumme Geschichte dazu, dass auch noch ein Bub da ist. Ein Bub? Ja, sie hat mir damals geschrieben, dass ich der Vater von ihren Buben bin. Das hat sie mir auch geschrieben. Und mir auch. Was? Du bist auch dabei, Bürgermeister? Erst, wo die Gemeinde ist, gehört der Bürgermeister auch dazu. Der Bub hat ja einen ganzen Verein zum Fordern. Ja, aber der möchte ist denn der richtige Vater? Also, ich hab jedenfalls jedes Monat pünktlich 500 Schilling Alimente zahlt. Ja, ich auch 500 Schilling. Und die 1000, weil ich der Bürgermeister bin. Die Briefe müssen verschwinden. Ja. Ich ist jetzt schon, wie es ist. Du bist der Bürgermeister und du müsstest deswegen eigentlich auch der Gescheitere sein. Ja, das meine ich. Für was haben wir dich denn gewählt? Ich weiß nicht, wer so ein Bürgermeister wollen will. Was magst du denn, Simon? Nachdenken. Ja, aber dass du nicht einschlafst beim Nachdenken. Der Brief können jeden Augenblick kommen, nachher ist ganz gefüllt. Los, ja, vielleicht träumt er was. Für dich gut, Simon. Für dich, Hans. Für dich gut, Kompagnon. Für dich gut, Simon. Für dich, Peter. Für dich. Für dich gut, stühle Teilhaber. Für die Gold, Simon! Ach, soll eine Sauerei erst noch 25 Jahre kommen. Jetzt
kommt nur. Guten Tag. Ja, grüß Ihnen. Was wollt ihr? Seid Sie der Bürgermeister Hilgemoser? Nee, ja, der bin ich, nicht? Vaterle! Wer glauben Sie, dass ich sein tue? Also ein Schwab ist er, ne? Wie hätten Sie das so schnell rausbringt? Und Vaterle, sagst du mir? Ja, mein Mirterle schickt mir und lasst schön Grüße. Und Sie sollen mich in Gottes Namen als Ihr Kind aufnehmen. Oh. Ja, lass dich einmal. Der ist schon, der ist schon. Der Vereinsbuhr. Ne? Gut schaust du aus, gell? Stark bist du geworden, nicht? Das ist ja kein Wunder, nicht? Ne? Wir haben ja auch nur mitgeholfen. Ne? Wie geht's dir nachher zu? Ne? Ja, dank der Nachfrage, alles ist wohl auf. Ja, ja, der feste Buhr bist du geworden, gell? Ja, du hast ihnen gefallen? Ja, wir vom Gesicht aber grüßen dir. Der schaut genauso blöd rein wie ich. Ne? Na, das freut mich. Nachher ist alles im Lot. In was? Im Lot. Ja, schrei nicht so. In Lot. Ja, gesund ist alles davon. Ja, danke, danke. Ja. Ja, alles ist wohl auf. Ja, na, was machen noch ein Dreise? Dreise? Oh, du liebes Herrgöttle. Die haben sich zahlt gemacht. Ja, wir haben nur gezahlt. Ja. Na, die war ja Geld wert. Aber jetzt wird's halt ein bisserle alt. Okay. Ja, das ist ja erst 25 Jahre her, ne? Ich mein, ja, wo's doch schon drei Kälble gehabt hätt. Drei Kälble, ne? Ja. Was, deine Mutter? Nein. Dresa, unser schwarz gepflegtes Kühle. Ich mach doch deine Mutter, nicht? Ja, das ist freilich was anderes. Ja, na, geht. Herr Simon, no. Ich hab jetzt für unser Fabian eine Hochzeit ausgesucht. Ja, ja, wem denn? Da steht er. Was? Mein Bruder soll mein Mensch und mich trifft. Was ist denn das? Er hat sich jetzt ein bisschen aufs Bett gelegt und ich habe ihm ein kaltes Tuch am Kopf gegeben. Was ist ihm denn so auf einmal übers Leben nicht gelaufen? Ja, ich weiß nicht, was er hat. Es hat ihm nie was gefällt. Sollte man nicht doch lieber den Doktor holen? Der Doktor kann da auch nicht helfen. Ja, aber das ist merkwürdig, wie Sie gesagt haben, dass ich dem Mädel sein Hochzeiter bin. Da haben Sie im Pack. Ja, na ja, wissen Sie, es ist die letzten Tage ein bisschen viel auf ihm eingestürmt als Bürgermeister, nicht? Noch dazu als Vorstand vom Sittlichkeitsverein, da gibt's gar manches, was an den Kopf rumgeht. Was Sie sagen? Macht ihm der Verein denn so viel Arbeit? Ja, nicht zu wenig. Grüß Gott. Das hat gerade der Postbote gebracht für Herrn Schwelble. Sakra Hosezwickle! A de Betschen! Verein von meinem Mütterle! Sie kommt heute noch mit dem Abendzügli an. Ja, das ist ja das Erste, was ich höre, dass Ihre Mutter kommt. Ja, auf mein gestriges Telegramm noch. Na, das ist aber gescheit. Da sind wir alle beieinander und können gleich alles fix abmachen. Ja, das wollen wir. Könnte sie mir etwas sagen, wann das Abendzügli ankommen tut? Ja, da dürfen Sie Ihnen nicht mehr viel Zeit lassen, müssen Sie Ihnen schon dumm. Ja, da will ich gleich laufen, dass ja. Ich es ja nicht versäumen tue. Auf Wiedersehen. Jetzt habe ich glaubt. Draußen wird's mir leichter. Nix hat's geholfen. Oje.
Sag einmal, Fanny, warum hast du mit denen so gefuckt? Ich? Wieso? Ich bin da richtig aufgesessen, Herr. Ich hab da wirklich gehabt. Ja, was denn? Dass du deine Hochzeit dann nicht ausstehen kannst. Dabei bist du schon mit ihm ein Herz und ein Sinn. Was? Ja, gibst ihm ein halbes Dutzend Busseln und geh mir gegenüber tust, als wenn er da bis in zwei eine Zwiebel. Also, wer hat denn dir diese Luke aufgehoben? Ja, lass gut sein. Man soll einen Spaß nicht zweitreiben. Also, wenn du nicht bemerkst, dass das bei mir kein Spaß ist. Ja, aber ich. Wer hat dir das gesagt? Na, er selber, der Schwelbel. Er? Ich hab doch mit den Menschen noch keine zwei Worte geredet. Aber gerade vorhin hat er mir auf der Stelle da gesagt, du hast ihm gestanden, dass du ihn gern hättest. Das ist nicht wahr. Das ist von A bis Z erlogen. Du hörst, was da gesagt sei. Wenn du mit mir redst, dann blär nicht so. Da soll man vielleicht nicht blären. Ein halbes Dutzend Busseln hätte ich ihm gegeben. Ja. Ein halbes Dutzend Watschen kann er haben. Hey, Abschneider. Also jetzt weiß ich nicht, Rami oder was ist. Er sagt so, du sagst so. Wer sagt jetzt die Worte? Na, ich. Also da weiß ich dann nicht, was dahinter steckt. Mir geht's jetzt schon so wie ein Vater. Schlappt sie alles auf den Kopf. Ich muss immer noch einen kalten Umschlag machen. So was? Also ich werde mir auch gleich einen kalten Umschlag machen gehen. Wie kommt der Mensch dazu, mir so was Gemeines nachzusagen? Du, Fanny? Ja? Ist der Herr Schwelbler nicht da? Nein, es ist auch sein Glück, dass er nicht da ist. So? Sag mal, was willst denn du überhaupt von ihm? Er hat gesagt, er kommt zu uns um mich. Zu euch? Du, Fanny, sei mir nicht besser. Ja, so was ist denn so recht schon? Du wirst mal schauen sehen, Fanny, dass ich ein schlechtes Gewissen habe. Na, was ist? Aber ich muss das ja erfahren. Ich hab da den Hochzeiter weggeschnappt. Was? Du hast den Schwelble? Ja, denselbigen. Ja. Weißt, Fanny, es ist über uns gekommen, bevor wir noch gewusst haben, wir. Also jetzt geht mir ein Licht auf. Sag, du hast ihm ein halbes Dutzend Busseln gegeben. Du weißt? Ja. Na ja, du, Fanny, genau weiß ich natürlich nicht, ob es gerade ein halbes Dutzend war. Na, auf eins mehr oder weniger kommt es auch nicht drauf an. Wir kennen wirklich nichts dafür, Fanny, du weißt schon. Wo die Liebe hinfällt, dort pickt sie. Marianne, du hast noch gar nichts Gescheites machen können. Bin ich froh. Jetzt bin ich diesen blöden Schwaben los. Ah ja, entschuldige, jetzt nimmst ihn ja du. Ist ein reizender Mensch, diese Schwaben. Ja. So was Liebes ist er. Ja. Du bist mir nicht best, Fanny. Aber wo, keine Spur. Aber jetzt kommst du mir auf meine Kammer, musst mir alles sagen, wie es gekommen ist, gell? Hast du dich interessiert? Ach, und wie? Vater, bist du krank? Vater, vielleicht hast du dich verkühlt. Ja. Oder es zwickt dich wohl. Ja, nehm an. Vater, vielleicht zwickt es dich und du spielst das gar nicht. Vater! Ich glaube, mich trifft der Schlag, wie man meinen eigenen Buben als Schwiegersohn fasst. Es muss was geschehen, es muss was geschehen und es muss was. Frau Frohle! Frohle! Ja, was ist denn? Ich bin ja gerade beim Wäschwaschen. Das soll sie selber waschen, die Wäsche. Ich glaube aber nicht, dass das kauft. Geh sei nicht so frech, du, gell? Komm her. Geh mit zum Herrn Lehrer. Ist recht. Da bleib, hab ich gesagt. Wieso? Sie haben mir gerade gesagt, dass Sie rübergehen. Da bleib, hab ich gesagt. Horche, horche. Gehst du mit zum Herrn Lehrer, nicht wahr? Und sagst, dass ich umgekommen. Ja, das will ich tun. Da bleib. Die muss ich halten, erst. Ach so. Also geh nicht rüber. Das ist ein Traum. Spaß auf, erst. Gehst du mit zum Herrn Lehrer? Sagst du, die Briefe soll er mitbringen. Was soll er mitbringen? Die Briefe soll er mitbringen. Aha. Haben Sie mit ein paar geschrieben? Die Briefe! Wenn man es jetzt nicht gibt, dann schlage ich gleich in der Stube hier hin. Ja, eins! So, da war ich wieder.
wir möchten nur fragen, was dir da mal eingefallen ist. Wisst ihr, was mir eingefallen ist? Nein. Ein Schmoren ist mir eingefallen. Aber ich hab gerade um einen Herrn Lehrer geschickt. Den will ich nicht mehr sehen. Ja, ich auch nicht. Wo bleibt's erst? Aber wir wollen ihn nicht sehen. Da schauen wir noch lieber mehr Zuchtsau. Und ich schau mir's mit ihm an, obwohl mir die auch nicht gefällt. Ja, wir müssen ihm anschauen. Warum? Er hat ja die Briefe schon. Weizwick, jetzt ist ganz gefällt. Aus ist er. Weil ein Unglück selten alleine kommt, der Bube ist auch schon da. Ja, was denn für ein Bub? Der Vereinsbub. Ja, was will denn der da? Sein Vater sucht er nicht. Der Welche ist denn sein Vater? Das muss er mal feststellen. Hallo? Ja, ich tue das Postamt, ja, Fräulein. Sind Sie gut? Rufen Sie das Postamt in Blaubeuren. Was? Wisst ihr, was ich gesagt habe? Ja. Sie ist falsch entbunden, was? Verbunden hat sie gesagt. Verbunden. Ja, das Postamt in Blaubeuren, in Schwäbischen drin, möchte ich gerne haben. Ja? Schauen Sie nach, ein Bier, ich weiß, schon viel, aber ganz schnell. Ganz schnell. Bitte? Blitz? Ja, bitte. Die müssen beim Postamt hinter Weder haben, hörst du die. Ja, was hat's denn gesagt? Sie leid wieder auf, bis es soweit ist. Ja, und wann ist es nachher soweit? Die Sau leid, hat's gesagt. Hallo? Wer ist das? Der Bürgermeister selber. Grüß Gott, Herr Bürgermeister. Herr Bürgermeister, sind Sie gut, schauen Sie ins Standesamtsregister nach, wer ist Vater von der Therese Wimmer. Theresia Wimmer, nicht Wimmer, Wimmer. Als Vater eingetragen ist, was? Und was sagt er? Halt's mal! Ach so, warte! Nein, nicht Sie, der Freitag von mir, gell? Entschuldigung, Herr Bürgermeister. Was? Wann der Bub geboren ist? Wann ist der Bub geboren? Na ja, jetzt haben wir 1955. Nein, 1955 ist er nicht geboren. Ja, ja, da ist er. Der wird überhaupt nie fertig, ne? 1930. 30, ja. Ja, übergleitig. 55 stimmt nicht. Ja, das ist ja. Was? Ja, ein männlicher Knabe ist es, ja. Wie der Bub heißt? Ja. Wie heißt der Bub? Ja, wir wissen es nicht. Na, das wissen wir nicht. Ne? Moment. Wir wissen schon. Ja. Sie hat Theresia geheißen. Ja. So heißt der Bub Theresius. Der Theresius, der kleine Ussel. Nicht der Hussel, der Ussel. Der kleine Ussel, ja. Was? Ja, wer hier spricht? Ja, wir reden hier. Na, wir drei, hä? Was? Das genügt nicht. Ich war schon, Herr Bürgermeister. Die Vereinigten Väter von Scheibling. Na, nicht der Veteranenverein. Der Väterverein, gell? Sie sind so gut, ja, bitte. Bitte. Was hat er denn gesagt? Er leitet wieder auf, bis es soweit ist. Ja, und wann ist denn jetzt nachher soweit? Bis er anleitet, nicht? Die Vaterstelle, die wird schon mich treffen. Bei mir geht eh alles schief. Ja, bei meinem Pech hat sicher schon mich als Vater nachgegeben. Ja, dann müssen wir. Bitte, meine Herren. Herr Lehrer, so. Losen Sie mal her. So, also. Es muss ein End hergehen mit denen eben. Ja, die Briefe bleiben bei mir. Die sind Eigentum des Sittlichkeitsvereins. Ja, wir sind der Sittlichkeitsverein und wir haben beschlossen, dass denen die Briefe verschwinden. Ja, sehr richtig. Ja, das stimmt. Ah, die zwei? Ja, die hat es auch erwischt. Ein feines Kleeblatt. Ja. Die Briefe bleiben bei mir, Herr Bürgermeister. Sie geben die Briefe nicht her. Nein. Herr Lehrer! Sie gibt den Brief! Simon! Was ist Simon? Was ist Simon? Ja, 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 ja,
Herr Lehrer, wie wär's, wenn ich Ihnen beispielsmäßig gesprochen meine Fahne zur Frau gebe, an denen die Briefe verschwinden? Was? Herr Lehrer! Also, ich gebe mir die Fahne zur Frau, wenn ich die Brief so verschwinden lasse. Die Fahne. Na ja, also. Die Briefe werden verbrannt. Ja, aber vor unsere Augen. Ja. Das wollen wir sehen. Ja, ja. Holz eine Kerzen. Kerzen. Eine Kerze, ja. Aber eine brennende. Brennende haben wir keine. Ach so, die kann. Können Sie es ja anzinken? Der Gescheiteste ist unser Bürgermeister auch nicht. Das ist meine Herr, wir wollen's nie. Ja. Da ziehen sie auch so. Das waren die Briefe da, ne? Die ja. Mieten sind meine, ja, gell? Ja, das waren sie da. Ne? Ja, komm, was geben wir jetzt? Ja, ja, ja. Ich geh voraus. Den wollen wir wieder, du hörst. Ja, was sagst du? Ja, wir die ganze, wir wollen die eh wieder, ja. Wir die Schwiegermutter. Ja. Na, Herr Bürgermeister, sind Sie zufrieden mit mir, Schwiegersohn? Na, es ist fest, wir müssen wir feiern, ne? Na, Blödsinn. Ja, ja, ich geh jetzt gleich zu Hause und ziehe mich um, wie Sie sich für den Bräutigam gehört, und Sie bringen da weiter die ganze Geschichte in Ordnung, nicht wahr? Also, ich geh jetzt, ne? Ja. Auf Wiederschauen, Schwiegerpapa. Ein frischer Kerl. Der verschandelt mir meine ganze Familie. Hallo? 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 Haben Sie nachgeschaut, Herr Bürgermeister? Ja? Das ist ja nicht möglich. Das gibt's ja nicht. Die Therese Wimmer hat überhaupt nie ein Kind gehabt. Nee, da muss ich was sagen. Ja, Sie müssen es wissen. Danke. Therese Wimmer hat überhaupt nie ein Kind gehabt. Ja, da ist ja der Schwab nachher gar nicht von mir. Da kann ja der anstandslos mein Mensch heiraten. Die Briefe sind verbrannt. Ja, da war ja nicht mehr Schädelweh, gell? Das ist gut. Ja. Na ja, wie rasiert, bist ja wieder beieinander. Oh, hab ich schon wieder zusammengebracht, gell? Ja, was sag ich, was ist und noch? Und was ist denn mein Hochzeiter? Ja, der gefällt mir eh. Ja, na, der wird dir immer besser gefallen. Der Schwab gefällt mir schon, so warte. Ja. Da sind nur die Ritare. Ja, da ist nur da. Jetzt ist er auf den Baum gegangen, seine Mutter abholen. Du, der auch dazu gerade schreien. Ja. Da kommen sie schon. Oh mein Herr, die hupfe schnell hin, damit das schaut besser aus, gell? Herein! Grüß Gott, mein Samen! Grüß Gott! Das ist ja mein Lieb! Da wäre ich mir! Ja. Und das ist auch mein Mütterle! Ja, das freut uns ja! Wollt ihr euch nicht erwähnen? Hast du lang gefahren müssen? Nein, ich bin erst gegen Mittagrum weggefahren. Ja, wollt ihr nichts essen? Nein, nichts will ich essen. Nichts! Nein, so gehe ich. Was ist nichts wollen, bleiben Sie uns, bis nach. Also der Jakob und unser Madel sind schon ein Herz und ein Sinn. Ja, Mirtele, ich hätte das Mädel saumäßig gern. Ja, er hätte mich schon telegrafieren, ja. Darum bin ich ja gleich hergekommen. Ja, wenn ich weiß, wenn wir beieinander sind, das wurscht. Ja, ich bin einverstanden. Ja, also, dann gehen wir gleich in die Sache rein. Ja. Unser Mensch kriegt also nachher einmal das Hunderttausende kriegst auf einen Fleck weg, ja, gell? Ja. Und wenn mein Alte wohl nicht mehr ist, nicht, was hoffentlich bald der Fall sein wird, hoffentlich nicht bald der Fall sein wird, habe ich sagen wollen, weil wir haben ja nur verreden, gell? Bekommt sie noch einmal 100.000.
Ja, ja. Also ich gebe mein Jacköbli in die Ehe mit einmal 10.000 Märkli. Ja. Ja, später kriegt er ja dann so alles, Jacköbli. Ihr habt eine große Käserei in Lauterbach. Ja, ja, es ist ein gutes Geschäftli, da gibt's nichts. Ja, was ist denn noch wert, die Käserei? Ja, so an die 100.000 Märkli schon, ja. Ja, ja. Müssen da das drüber kassen. Ja, man müsste halt wohl schriftlich sehen, ne? Ja, ja, ich kann schon die Papiere mitbringen da. Mitbringt, Mensch, die haben wir Spruch da drin. So. Die Kinder, die bin ich, hä? Ja, so. Was ich sagen will, gesund war er halbwegs. Ach, das Büble war immer gesund. Ja. Ist ja aus einem guten Stall, ne? Schau mich an, dann siehst du es. Ja, 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 ja. Wer hat, der hat. So. Ah, nicht einer, verstehst du das eh nicht? Hörst du, was ich mein? Ja, aber das Vaterle ist einer von den Kleinen gewesen. Also red doch nicht so dumm, Jacköble. Aber innerlich war er sehr groß. Ja. Ja, aber das hat man nicht gesehen. Und nachher, Mütterle, du hast gelogen. Ja. Einmal hätte ich die Schafplattern kennt. Ah ja, ja, hat er. Kennt, hörst, was ist das für eine Rederei? Kennt, hörst. Kopf, sag mal, Kopf! Rede Deutsch! Schafladen hast du gehabt? Ja, hat er. Na ja, die Bladern sind vergangen, gell? Gerichtsmäßig müssen wir es halt noch machen. Ja, freilich, gleich morgen. Aber erst wollen wir uns einmal die Sache anschauen. Man muss ja wissen, wo man neu heiratet. Man kann doch nicht die Katze im Sack kaufen, ja, ist ja nicht so? Ja, dann sorgen wir das auch, wenn wir die Kisten am Kasten voll. Ja, aber erst möchte ich dir auch mein Bräutle zeigen. Nein, nein, Jacköbli, erst wollen wir uns einmal die Sache anschauen. Das Mädle kommt später dran. Alles der Reihe nach, ja. Ja, schau das erst die Sache an, nicht? Das Mensch siehst du ja noch gut. Stell dir vor. Ein ganzes langes Leben, immer dieselbe. Oh, hei. Das ist ja zu ungern, dass es geht. Ja, 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 wollen wir gehen? Dann wollen wir uns heute anschauen. Wir haben jetzt 24 Stück in Viech im Stall. Ja. Drei Kalben. Ja. Vier Ross und ein Ochsen. Ja, komm, gehen wir. Ja. Ja, aber so ist es gehen, gell? Du bist jetzt so, bleibst du gut schön beieinander. So. 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 Das, auf den habe ich ganz vergessen. Ha? Da bin ich wieder. Was wollen Sie? Ja, hast du mit der Frau geredet? Ja, was soll ich denn reden, sagen wir dir? Ja, was wir zuerst ausgemacht haben. Ja, was haben wir denn ausgemacht? Sie haben doch sonst nicht so ein schlechtes Gedächtnis, Herr Bürgermeister. Können Sie nicht erinnern, was wir da in der Stube herin abgeredet haben? Herr Lehrer, da haben Sie mich falsch verstanden. Aber da können Sie nicht erinnern, dass Sie gesagt haben, Sie geben mir die Fahne zur Frau, wenn ich die Briefe verbrenne? Herr Lehrer, ist ein Irrtum. Ein Irrtum. Ich habe gesagt, wenn ich Ihnen beispielsmäßig meine Fahne zur Frau gebe, nicht? Dass es wirklich hergibt, habe ich ja nicht gesagt, Herr Lehrer. So. Ist es vielleicht falsch verstanden, dass Sie gesagt haben, Sie geben die Fahne zur Frau, wenn die ominösen Briefe vom Erdboden verschwinden? Nein, das ist voreilig gewesen, ne? Oh, voreilig? Aber wir hatten die Kerzen geholt und haben sie am Tisch hergestellt. Ja, weil sie es verlangt haben. Ich habe von der Kerzen kein Wort gesagt, gell? Herr Waterbühl. Ja, da, ja. Ich glaube, Sie haben die Gescheitheit mit Löffel gefressen. Ja, ich hab's gefressen. Ja, um mich reinzulegen, müssen Sie ein bisschen früher aufstehen. Ich bin zeitlich nur aufgestanden, ja. Jetzt passen Sie einmal gut auf, ja. Inga Moser. Ja. Wenn Sie nicht sofort da die Sache in Ordnung bringen, ja? Dann nehme ich das Packel Brief von der schwarzen Reise und trage es pfeil gerade zum Präsidenten vom Sittlichkeitsverein. Alles ein Verbrennt. Nein, schon alles ein Ganzer. Weil ich hab's nämlich noch da. Ja. Mm.
sind ja lauter leere Kuverte. Lauter leere Kuverte. Es gibt auch noch Schlare, wie Sie sind, ne? Und jetzt passen Sie mal gut auf, Ilka Moser. Hören Sie mir zu. Ich gehe da raus jetzt in den Garten und Sie bringen da herinnen alles in Ordnung, ne? Und dann gehen Sie da hinten zu dem Fenster und dann winken Sie mir. Haben Sie mich verstanden? Bei dem Fenster da hinten, da winken Sie mir. Ja, da können Sie lang halten. Na, es ist jetzt 17:45. Wenn Sie mir bis 6 nicht gewunken haben, dann wink ich. Aber den Präsidenten vom Sittlichkeitsverein mit dem Brief von der Schwarzen Reise. Und ich, Hilger Moser, ich halte mein Versprechen. Aber nichts Schriftliches abgemacht ist. Also ich gehe jetzt. Auf Wiederschauen, Schwiegervater! Was willst denn du mit Strieb? Fischen gehen. Jetzt habt ihr euch alles angeschaut. Ja, ich muss sagen, es ist alles gut beieinander. Alles gut. Und ich dir jetzt das Bräutli hole. Ja, du musst es doch endlich kennenlernen. Ja, haben Sie recht. Holen Sie es. Ich glaube, sie ist drum in ihrer Kammer. Ja. Du wirst schauen, Mirteli, was das für ein liebes Mädel ist. Die Hauptsache ist, dass Bübli glücklich werden tut. Ja. Also, was ist? Wollen wir die Sache nicht gleich schriftlich festmachen? Ja. Weil wir uns wie die wieder rausbringen. Sag, was gibt noch an deinem Buch? Hä? Ja, 10.000 Lärge, habe ich gesagt zuerst. Das ist auch nicht viel erst. Wieso? Ja, weil das andere kriegt er erst, bis du nimmer bist. Und du schaust auch nicht so aus, als wie wenn es dir schon eingeht. Hast, ne? Soll das heißen, dass du nicht zufrieden bist? Naja, unsere kriegt er 100.000 auf einmal und dann nur mehr 100.000. Ja, jawohl, aber auch erst. Bis Mütterle einmal sterben tut. Und die schaut gar nicht danach aus. So, Mütterle, jetzt bring ich dir auch dein Schwiegertöchterle. Ja. Schau's dir einmal an. Ist das nicht eine narrisch liebe Person? Ja, es ist ein Bub, ein sauberes Mädchen. Aber das ist ja gar nicht unser Marl. Vielleicht ist er auch von mir. Was? Das ist nicht euer Mädel? Nein. Aber Jakobli, was heißt denn das? Oh, du liebst Herrgöttle, da hätte ich mich in die Falsche verguckt. Treibst du leicht gar? Na, das ja gar nicht. Sag mal, wie kannst du dich denn unterstehen und unserer Fanny einen Hochzeiter wegschnappen? Aber die Fanny will ihn ja gar nicht haben. Aber was war's denn? Du schau, dass du aus, die kommst, du hast daher in gar nichts zu suchen. Du Mistamsel, du Missige. Also nachher komm, Jakob. Nein, der bleibt hier. Nein, so einfach ist die Geschichte doch nicht, wie du das ausmalen tust. Das Jakobli soll entscheiden, welche er wollen tut. Hauptsache ist, dass Bübli glücklich werden tut. Also. Das ist schon entschieden. Ja? Die oder keine, wird die meine. Ja. So, nachher bleibt's bei derer. Und was ist nachher mit uns? Es ist doch schon so gut wie alles abgemacht. Neu. Wir wollten erst abmachen. Aber Hauptsache ist, dass Bübli glücklich werden tut. So redst du also jetzt. Ja. Und du stehst dabei und machst das Maul nicht auf. Hast du eh gerade du dein Sofa? Also, nichts für ungut, aber wir müssen jetzt zum Mädel seine Eltern rübergehen. Ist das dein letztes Wort? Jawohl, das ist es. Ja, so. Aber sei ruhig jetzt. Wir haben es noch gar nicht notwendig, dass wir unseren Menschen nachhauen. Ne? Oh, und das Büble von der Babette Schwäble kann sich die aussuchen, die er wollen tut. Die meinige brauchst du nur hinhalten, die Hand und von ihr Zähne rein. Ja, und sie Jakob, ich brauch nur mit den Augen zu blinzeln und die Mädel laufen ihm dutzendweise nach. Ja, die, was du zu treiben. Ach, bin ich der Einige, ja, das ist ja noch gut, dass mir die Augen aufgegangen sind und da hätten wir in einer schönen Gesellschaft neu geheiratet. Kommt, Kinder, wir haben hier nichts mehr zu suchen. Bei so wüste Leid. Puh. Das ist ja unschuldig. Wüste Leid, hör uns hier. Ja, und ja, aber was? Wüste Leid? Ja. Ein Bild, das Rachen ist. Ja, ich bin spät. So eine schwäbische Kakao. Mein Gott.
dass unser Fanny keine Hochzeit da hat, sind wir vor ganz Scheibling blamiert. Jetzt weiß ich gut, wenn man eine Ersatzhochzeit hätte. Ja, ja, und den beiden immer so gleich aus dem Arm lassen. Nein, nein, und den Birnbaum steht er. Ich kenne mich nicht aus. Ich hätte einen. Was? Wen denn? Den Herrn Lehrer. Den Herrn Lehrer, der hinten und vorne nichts hat? Ja, sie sind ja schon so jung, sie werden schon was kriegen. Mein Gott, ich kenne mich ja aus. Ich höre dich ja gehen. Auf diese Weise willst du zwei Fliegen auf einmal erschlagen. Schau, Simon. Ich bin jetzt mehr als 30 Jahre mit dir verheiratet. Wir haben Freude und Leid miteinander getragen. Ich lasse dich da jetzt auch nicht im Stich. In Gottes Namen sollt Fannerli einen Lehrer haben, so ist uns allen geholfen. Ihr, mir und vor allen aber dir. So, na, wie haben wir's denn? Komm her, da. Ja. Hör dich um. Ja. Da hoch. Ah! Jetzt hole ich das schönste Stück Gesicht. Und Knödel mache ich. Und ein Bier lassen wir holen. Und Nudeln backe ich. Und auf dran tun wir das nur so grad. Und du, Fanny, gehst aus dem Garten und denkst aus dem Garten, dass die Leute alle gleich sehen, was bei uns los ist. Die Schwäbischen sollen nur merken, dass wir nicht auf ihnen haben Worten brauchen. Die sollen sehen, dass es auch ohne sie geht. Und mit dir, mein Lieber, mit dir rede ich später weiter. Ich verreise. Martin, ja? Martin, kommst du nicht mit? Ich komm gleich noch, Schatzi. Ja, aber lass mich jetzt lang warten, du weißt, ich kann keine Minuten mehr ohne dich sein. Ja, ja, ja. Martin! Für dich. Herr Lehrer, ja? Was ist Lehrer, das? Die Briefe. Ach, die Briefe! Ja, so bitte. Der ist jetzt ja so zum Arzt. Der Briefe. Ja, wieder lauter leere Kuverte. Ja, lauter leere Kuverte. In den echten Brief hat mein Kollege schon längst vernichtet. Er wollte ein Unglück verhindern. Da haben Sie mir was reingelegt, hä? Ich? Nein. Ihr schlechtes Gewissen hat sie reingelegt. Aber jetzt geht es. Sie haben ja gehört, die Fanny kann es nicht mehr erwarten. Naja, sowas wie mich kriegt mir nicht alle Tag zum Mann, ne? Also dann geht er jetzt. Auf Wiederschauen! Babschi! Was soll eine Sauerei, eine ganz ländliche Geschichte? Wir sind selber nur einmal gekommen. Wir möchten nur fragen, was mit dem Buben ist. Der Reis Wimmer hat überhaupt nie ein Kind gehabt. Was? Kein Kind? Und ich hab 25 Jahre lang alle Männer 500 Schilling Alimente gezahlt. Alle drei haben wir 25 Jahre lang 500 Schilling gezahlt. Nein, ich hab 1000 gezahlt. Wisst ihr, was wir drei sind? Nein. Die drei größten Rindviecher von Scheibling und Umgebung.